Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Kirby Space Program hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir müssen unsere Donor-Expedition zu einer Eve-Expedition umbenennen. Damit wenigstens auch der Name des Raumschiffes oder der Name der Mission zu dem passt, was wir wirklich machen wollen jetzt hier. Wir haben uns hier auf 0,0 Grad geeinigt mit Eve. Das ist schon mal ganz schön. Hier liegen noch, ein paar Trümmer von uns rum. Bohrmaschine. Bohrmaschinentrümmer da hinten. Okay. Na gut. Ich glaube, wir müssen mal Trümmer beseitigen, früher oder später. Und jetzt müssen wir uns mal ganz schnell einen Spot aussuchen, wo wir dann uns jetzt in Richtung Eve runterfallen lassen. Habe ich das schon als Target gesetzt? Als Ziel? Ja, ist. Gut. Dann weiter. Zack. So. Da hätten wir dann quasi einen Berührungspunkt. Mit einer Periapsis von 12.000. Also, oh, das geht eigentlich. Gar nicht mal so knapp. So. 21.000. Und dann noch circa zu. Achso, ich flucht, okay. So. 7.000. Wir können es ja durchaus einfangen lassen. Lassen wir wieder 34.000. 10. Gut, dann nehmen wir das. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und die Reisezeit da hinten, hier hinten her, wird auch nicht allzu lang sein. Gut, das heißt, wir müssen jetzt uns ausrichten auf den neuen Knoten. Müssen 700 Meter pro Sekunde nochmal dazu gewinnen. Ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. Nee, abbauen eigentlich. Ne? Naja, genau, wir müssen langsamer werden. Wir wollen ja langsam in Richtung Eve gleiten. Ich hoffe, dass ich beim Mond und wo nicht überall dran vorbeikomme. Damit wir das dann alles machen können. Und theoretisch müssten wir eigentlich, das hätten wir eigentlich schon machen, sondern wo wir es gesehen haben, dass das so günstig steht, hätten wir schon mehrere Eve-Missionen starten können. Hätten wir nochmal zwei, drei Sonden hinterherjagen können, dass man dann vielleicht ein paar mehr Missionen oder so, was Eve angeht, machen könnte. Ich habe ja auch noch eine falsche Mission angenommen, die muss ich noch weg. Mal gucken, was mich das kostet, wenn ich die weggebe. Aber gut. Wir haben ja Zeit eigentlich. Eigentlich mal Zeit. Sollte alles nicht so schlimm werden. Auch wenn wir jetzt hier interplanetar schon unterwegs sind. Das ist schon mal gar nicht schlecht, dass wir jetzt interplanetare Forschung schon betreiben. Hier hinten wir dann nochmal ganz kurz. Okay. Ja, die Frage ist, ob wir damit auch wirklich zurückkommen oder ob wir damit halt landen. Wir können natürlich gucken, wie es aussieht mit unserem allem, was wir haben und... Ich denke mal, wir haben jetzt auch bei den Bohrern haben wir erkannt, wo wir diese Kühlteile für brauchen. Da müssen wir wahrscheinlich doch wirklich was für bauen, dass man da Kühlung hat an den Bohrern. Und vielleicht müssen wir dann mal irgendwie auch uns überlegen, hier fliegt ein Haufen Schrott rum, ne, um den Planeten. Echt heftig, aber dass das von Bohrmaschine 1 ist, ist dann Minmus? Weiß ich gar nicht, das ist doch gar nicht Minmus da, oder? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt so nicht deuten auf die Schnelle. So, ein bisschen näher können wir uns noch wieder ranwagen. So, jetzt sollten wir dann auch gleich die Zündung vornehmen und dann werden wir langsam aber sicher uns ins Innere des Solarsystems oder Sonnensystems fallen lassen. Und langsam dann Eve, also quasi die Venus, besuchen. Und dort Forschungspunkte sammeln. Das ist ja das Wichtige, dass wir wirklich auch jede Menge Forschungspunkte wieder bekommen. Damit wir uns wieder ein paar neue Teile leisten können. Forschungsstation, haben wir das schon maximal ausgebaut? Ich glaube ja, ne? Weiter geht da gar nicht mehr. Also da können wir dann durchaus aus dem Vollen schöpfen, was die Teile angeht. Ja, da freue ich mich schon drauf. So. Ich pick ein bisschen langsamer machen.
So. Machen wir das mal aus. Was ist unsere Periapsis, die wir hier haben? 50. 30. Acht, sechs, fünf, drei, 2000, 1,7, 4, 900.000 Meter dran vorbeifliegen, also 900 Kilometer in Höhe dran vorbeisegeln. Ich denke, das ist okay, oder? Das können wir mal so lassen. Da können wir dann getrost erstmal, denn wie viel müssen wir, da müssen wir ein halbes Jahr vorspulen hier. Na gut, ist halt so, ne? Achso, warte mal ganz kurz, habe ich den. Mal weg. Nein, wechsel das. So. Ja, ausgeklappt hatte ich alles, genau. Gut. Also würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf und fliegen da mal ganz kurz hin. Auf nach Eve. Schön um die Sonne rum. Lassen wir uns langsam fallen. Ich denke mal, Eve wird von der Atmosphäre her, ist das glaube ich sehr dicht, ne? Das ist die Menge an Fallschirme, die wir da haben. Vielleicht können wir da welche abschnibbeln, dann, wenn wir dann da sind oder so. Und ob wir da überhaupt landen können. Ich glaube, es ist auch sehr viel Wasseroberfläche. Oder jedenfalls Flüssigkeitsoberfläche. Aber es ist ganz, ganz, ganz lange her, wo ich mal da war. Da kommt sie angerauscht. Brief. Schaut mal ganz gut aus. Da würde ich sagen, fügen wir schon mal Manöver hinzu und lassen uns da mal ein bisschen durchaus auch noch mal nach draußen tragen. Einfach bloß, dass wir erstmal einen Orbit haben, damit wir dann mal gucken können. Aber wir stehen ganz schön merkwürdig zu Gilly, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie das mit dem Treibstoff aussieht. Erstmal holen wir uns da ein bisschen ran. Allzu viel müssen wir da gar nicht abbauen, okay? Das ist okay. Gucken wir mal, wenn wir dann doch ein bisschen kleiner werden wollen. So. Müssen wir eigentlich wieder viel beschleunigen, um nach Gilly rauszukommen. Dann müssen wir wahrscheinlich sowieso, ne? Machen wir mal so. Dass wir dann erstmal überhaupt daran fliegen. Machen wir uns mal schon mal aus. Treibstoff haben wir noch? Na ja, gut. Also das ist wirklich die letzte Stufe, denn die jetzt dann uns dann nachher hier in diesem Orbit durch die Gegend bringt. Oder beziehungsweise in diesem Planetensystem. Gut, dann würde ich sagen, spulen wir doch schon mal vor in die nächsten 3 Tage, damit wir dann irgendwann mal da sind. Nächsten Manöverpunkt vorspulen und dann gucken wir mal, wie wir ganz langsam an dem lila aus erscheinenden Planeten. Muss man ja dazu sagen, er erscheint ja wirklich lila. Hoppala. Sehr, sehr. Ja, die Oberfläche sehr, sehr flüssigkeitshaltig dort. Gilly sehe ich gar nicht. Ich glaube, Gilly ist auch ziemlich klein, ne? Ja, wir werden sehen. Wir werden es schon hinkriegen. Also der Planet an sich sieht ja gar nicht mal schlecht aus. Wir könnten ja mal, wenn ich dann jetzt da. Dann machen wir uns mal schnell hier. Oh, danke. So, das gleich wieder deaktivieren, damit wir das nicht mehr sehen. Und dann werden wir gleich zünden. Und dann können wir doch eigentlich schon mal einmal forschen hier. Machen wir mal auf hier die Kiste. Können wir nebenbei schon mal. So. Ah, wenn wir das. Hoch, nee, das lassen wir mal noch. Wir machen erstmal nur die anderen. So, wir machen Temperatur. Merken. Oh, wir müssen zünden. Wieso können wir nicht zünden? Oh, wir sind im Funkschatten. Nein! Wieso sind wir im Funkschatten? Wo sind. Wo ist Körbel? Ja, wir sind voll im Funkschatten. Oh, Schande. Okay, wir müssen darauf achten, dass wir nicht in den Funkschatten geraten.
Wir müssen unbedingt die Fernsteuer-Unit machen, ne? Gut, also dann werden wir jetzt weiter erstmal noch Forschung betreiben hier. Die werden wir dann alles wegschicken. Achso, das brauchen wir ja erstmal noch nicht. Seismische Daten protokollieren können wir hier nicht. Daten protokollieren hier, das können wir. Schwerkraftdaten können wir auch protokollieren. Zwei Dinge haben wir dann gemacht. Alles klar, gut. Ja. Theoretisch können wir damit hier. Nee. Nee, zur Erde zurück kommt man gar nicht mehr damit. Nee, weil der Hitzeschild ist ja hier. Das heißt, selbst wenn wir jetzt hier uns einbremsen und dieser große Kraftstoffbehälter dann hier leer ist, wir haben leider nicht mehr die Chance, dann eventuell auch auf Eve zu landen, weil einfach die Atmosphäre uns dann zum Verglühen bringen würde mit dem Applator, den wir ja, der ist ja hier versteckt. Da ist der Applator. So, jetzt haben wir... Oh Gott, wie ist das jetzt zusammenschiebt direkt? Opa, das habe ich aber jetzt nicht gesehen. So. So, dann gucken wir mal. Haben wir denn einen Orbit geschafft? Ja, einen Orbit haben wir geschafft. Okay, das ist schon mal alles, was wir erstmal haben wollten. Und wir können jetzt einmal komplett die Daten durchfunken. Ja, das, alles, was wir bis jetzt erforscht haben, können wir natürlich auch durchfunken. Daten übertragen. Das geht natürlich richtig fix hier mit dem Kommunitron 8888. Der hat da richtig schnell die Daten nach Hause gebracht. So, jetzt ist die große Frage, schaffen wir, also wenn, dann maximal schaffen wir eine Landung auf Gilly. Das heißt, wir müssen, auch das ist nicht gesichert, ne, dass wir dahin kommen. Aber können wir jetzt mal als Ziel setzen und dann können wir mal gucken, da können wir nämlich hier die Bahn anpassen. 13 Grad müssen wir uns umlegen. Manöver hinzufügen. Okay. Das würde uns sogar gleich rauskatapultieren. Beziehungsweise eigentlich fast bis hin katapultieren. So, jetzt haben wir schon wieder 0,7. 0,3. So. So. Da hätten wir schon echt bald eine Berührung. Warte mal, das kriegen wir hin, oder? Da haben wir die Berührung. Ganz knapp ist ganz knapp. Da würden wir ganz knapp dran vorbeifliegen, aber das würde dann gehen. Ich würde das denn... Ich müsste noch nah an Eve ran, ne? Obwohl wir die Daten natürlich von Landen auf Gilly. Ja, auch nicht schlecht. Wenn man da erst die Sachen, erster Mensch in der Welt, okay. Wenn wir da auf Gilly quasi die Daten uns wegholen, wenn wir dort gelandet sind. Was ist denn unsere Bahn dann? Wenn wir kurz reinkommen in den. Ich würde hier ganz gerne den Orbit tiefer haben dann, ne? Also noch einmal hier unten um Eve dann drumherum. Ne, wir haben genug Treibstoff. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, dass wir uns da nochmal, dass wir da ganz kurz erstmal dran vorbeifliegen an Gilly und dann den Orbit hier drum ein bisschen kleiner machen und dann nochmal gucken, wo wir denn nach Gilly kommen, dass wir es nochmal hochkriegen, hochkatapult kriegen. Ja, das kriegen wir hin. Also der Treibstoff hier, wir haben ja genug Treibstoff, sagt sich gerade, ne? Der hier, der wird uns nicht gerade so sehr weit aufhalten mehr. So, so müssen wir uns bewegen und da müssen wir dann noch ganz vorsichtig sein mit dem Gas, da dürfen wir nicht zu viel, nicht zu wenig, dass wir dann auch wirklich in das schwere Feld von Gilly geladen landen. Wir sind schon mal ziemlich dicht an Eve dran vorbeigeflogen, das ist schon mal schön. Das haben wir schon mal geschafft. So, dann werden wir jetzt hier erstmal bis zum nächsten Mal vorspulen und dann müssen wir wahrscheinlichst nach dem Zünden hier gucken wir noch ein paar Meter vor. So. Dann müssen wir gleich nach dem Zünden hier, müssen wir wahrscheinlich ziemlich schnell dann hier einmal durchschalten, dass wir die anderen Triebwerke kriegen.
So, das mussten wir jetzt immer so ein bisschen bruchstückhaft machen. Das kannte ich noch vom letzten Mal, wo ich das nämlich schnell hintereinander gemacht habe. Ich habe es dann direkt unter dem gleich die Explosion, weil ich den Ablator in die Endstufe da reingeschossen habe und das ist dann explodiert direkt neben mir. Und das wollte ich jetzt nicht riskieren. Gut. Dann haben wir es jetzt zu Eve. Mission umbenannt. Und eigentlich fliegen wir damit jetzt zu Gilly. Wollen wir noch zu Gilly? Sieht nicht so aus, ne? Als wenn wir damit zu Gilly kommen jetzt. Warum nicht? Moment. Ja. Nein! Oh, ich wollte einen Punkt davor. Mal gucken, was das Problem ist, warum wir jetzt nicht bei Gilly landen. So, Manöver hinzufügen, ein bisschen mehr Schwung. Ah ja, okay, ein bisschen. Nur ein bisschen mehr Schwung brauchen wir. Alles klar, okay, dann gehen wir mal da hin. Wir brauchen nur ein bisschen mehr positive. So. Gut, dann kommen wir da nach Gilly. Fünf Tage? Was? Welcher Linie bin ich denn jetzt? Ich würde gerne auf der blauen Linie sein. Ich würde gerne zu Gilly Begegnung. Nee, nicht jetzt Ziel entfernen. Ich würde gerne 6 Tage Gilly Begegnung hier vorspulen. Uns das mal an hier, wie wir langsam von Eve wegfliegen. Irgendwann muss hier so ein kleiner Gesteinsbrocken vor uns erscheinen. Da. Ach, du ahnst es nicht. Was ist denn das? Das ist ja wirklich ein Gesteinsbrocken nur. Uiuiuiui. Das ist ja echt nicht viel Mond. Hier vorspulen. Das ist ja fast, das ist ja noch weniger fast als Minmus ist, oder? Eieiei, da ist ja echt nicht viel los. So, das heißt also, hier machen wir dann mal eine Manöver. Ups, da haben wir schon die Drehrichtung geändert und fliegen in die andere Richtung weg. Das ist ja echt sehr, sehr zart muss man da sein. Gut, da müssen wir dann sehr, sehr zart sein. Aber geschätzte Zuse sind trotzdem 30 Sekunden. Ich denke mal, eine Landung da drauf können wir durchaus riskieren, aber das ist dann auch das Letzte, was diese Sonne noch macht. Aber das wird schon das klappen. Gut. Wir werden jetzt noch gleich in 8 Minuten ganz kurz einmal zünden, damit wir diesen Orbit hier haben. Und danach, wenn wir diese Zündung jetzt hier erfolgreich gleich durchgeführt haben, dürfen wir da auch zünden, ja. Oder dann damit ist die Folge auch schon mal rum. Echt uneben das Ding, ne? Na gut, gucken wir mal. Schwerkraftdaten können wir protokollieren. Das wird ordentlich Punkte bringen. Wir können seismisch, können wir nichts machen. Wir können das Triebwerk erstmal zünden. Wir können. Was haben wir schon? Habe ich das hier schon? Druckdaten protokollieren und wir können eine Temperatur protokollieren. So. Und dann werden wir den hier, also auch wenn er jetzt hier rumschlägt, den werden wir hier natürlich schon so arg verkürzen, wie es geht, dass wir gerade so noch rumkommen. Geht das schon wieder nicht? App? Hallo? Mit einem Manöverpunkt hinzufügen, was da stand. So, bitte rückläufig. Danke. Immer noch nicht? Wie dicht bin ich dran? 5000 Meter? Ich denke, das sollte reichen, dass wir mal bis dahin vorspulen. Und das so ziemlich dicht ans angucken, wie es da aussieht. Frage ist,
finden wir im Funkschatten. Das wollte ich jetzt ganz kurz einmal geklärt haben. Und nebenbei können wir eigentlich mal jetzt hier, achso, wir vorspulen gerade vor, da können wir doch keine Daten schicken. So. Echt langsam unterwegs hier, ne? Also der Brocke, der hat fast keine Schwerkraft. Hier wieder wegkommen in Richtung Eve ist gar nicht so schwer. Ja, wir werden mal gucken, wie weit wir es hinkriegen. Funkschatten verschwinden noch nicht, weil Erde müsste da irgendwo sein, ne? Körbel. Sonne, da ist Sonne. Ah, könnte Funkschatten. Auch ganz ordentlich verbeult, der Mond, ne? Meine Fresse. So, Vorspulen ist beendet. So, er stellt auch mal auf Retrofit. Wir werden sagen, dass wir jetzt nicht schlafen wollen. Wir wollen ganz gerne Daten übertragen. Achso, und ich wollte eigentlich sagen... Tschüss. Genau. Also, das war eine Folge Kürbis Space Programm hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wir sehen uns wieder, wenn wir die Landung machen hier auf diesem süßen kleinen Mond. Ich werde jetzt auch mal die Pause. Kann ich hier Pause reinhauen? Ich glaube, da kann ich Pause reinhauen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann. Tschüss.